Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ich bin nun wieder hier mit einer neuen Quest, Orkanführer töten. Und währenddessen möchte ich noch ein bisschen meine Pläne für die nächsten Parts ein bisschen schädigen. Ich bin momentan echt ein bisschen sauer, dass die Syrten überall im Reich ihre Schandtaten verrichten, mich erledigen. Ich habe nämlich in den verrücktesten Orten gelevelt und bin immer wieder gestorben, weil so ein Ritter und ein Barbar zusammen auf Jagd gehen. Fragt sich, wer das ist, aber vom Namen her kenne ich sie überhaupt nicht. Und die sind wirklich überall, also die sind völlig gelangweilt. Ganz Syrtis ist eigentlich ziemlich heftig gelangweilt. Bitte, Eisen und Degen, macht euch mehr Gegenwehr, weil heute Morgen ungefähr um 10 Uhr, also 9 Uhr oder so, 9, 10 Uhr, hatte Syrtis wieder einen Drachenwunsch, weil sie wieder mega viele waren, oder? Und 20 Minuten später war alles wieder ein Edelstein los. Und der Edelstein ist wahrscheinlich. Beide sind jetzt Edelstein wieder weg. Es geht einfach nicht mit Alisius. Hallo, Alisius, steht auf, macht mal weiter. Ich habe irgendwie das Gefühl, Alisius ist bald irgendwie weg oder so. Dann steht nur noch Syrtis da und die anderen Dinge sind leer. Und ja, scheinbar sind sehr viele Alisen Syrten geworden. Es haben wahrscheinlich sehr viele Leute einfach den Account oder sogar einfach die Charakter gelöscht, damit sie rüberkommen. Deshalb sind so wenig Braces-Leute mehr hier. Die sind wahrscheinlich rübergegangen. Also ich sage jetzt nicht alle. Also Pia ist manchmal hier noch. Camilla sowieso, sogar Galdo sowieso. Und ja, mehr kenne ich jetzt auch nicht ganz so gut. Also habe ich eher schon wieder vergessen ein bisschen. Aber ich sehe einfach, wo sind die hin? Zocken die gar nicht mehr, Regner? Oder es haben die wirklich jetzt den Account oder eben den Charakter die Charaktere gewechselt zu den Syrten? Ja, macht es doch noch spannender. Also eigentlich sollten Syrten zu den Alsen kommen, zu den Nicken. Aber nö, sie wollen alle Syrten sein, ja. Irgendwann ist einfach nur Syrtis, dann ist es kein RVR mehr, sondern ein, ja, wir nehmen einfach andere Reiche ein, die gar nichts machen können. Ja, von mir aus, also. Ich weiß es nicht. Ich zocke ab, wenn es geht, wirklich dann Legnum und nicht mehr Regnum. Auch wenn es nicht so gut ist. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, Regnum will mich gar nicht. Ich habe keinen Bock mehr, wenn es nicht will. Weil, ja, Latenz ist natürlich wieder schwerwiegend. Ja, geht so. Es ist schwankend, aber ich sehe immer wieder, ich kann die Leute gar nicht angreifen. Wenn zum Beispiel eben der Ritter und der Barbar von den Syrten kommen, um die Level zu killen, dann sollen sie das machen, aber ich habe keine Chance, weil ich gar nichts machen kann. Ich kann rein gar nichts machen. Ich kann sie nicht stunnen. Das Einzige, was ich machen kann, ist heulen. Dann werden sie noch getroffen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Charakter ganz woanders sind, weil sie auch irgendwelche Lex-Probleme haben. Ich habe ja schlechtes Internet momentan. Ich habe so 187.000, habe ich nur noch 14.500 Millisekunden. Und das ist natürlich mit Abstand am wenigsten. Also, das habe ich noch nie gehabt, so wenig. Und mit dem kann ich nicht zocken, weil die Latenz extremst schwankt, also extrem asynchron ist, dass die Feinde gar nicht an der richtigen Stelle ist. Also zum Beispiel die Orks blocken plötzlich die ganze Zeit die Angriffe. Also nicht blocken, ausweichen. Und es geht halt einfach nicht. Ich kann so nicht leveln, ich kann so nicht stärker werden. Ich kann sowieso nicht RVR kämpfen. Und deshalb, ja, ich weiß es nicht. Also liebe Zuschauer, ihr werdet vielleicht nicht mehr so viele Parts sehen, weil ich einfach nicht kann. Und ich kann euch nicht immer zeigen, wie ich levele. Ich levele jetzt auch hier wirklich nur wegen der Quest. Sonst levele ich am Strand hier drüben. Also an diesem Strand. Im Friedhof, hier, aber hier sind viele Levelkiller und hier oben, glaube ich, hier und manchmal auch hier. Aber eben, es macht mir keinen Spaß, weil immer wieder Leute kommen, die meinen, sie müssen Leveler überhaupt killen. Es ist einfach so richtig. Ich habe irgendwie das Gefühl, weil es so verpönt ist, machen sie es auch so gerne.
oder? Man ist natürlich stärker. Ich kann jetzt auch zum Ding gehen, zum Jäger und Level killen. Okay, ich werde es auch machen, wenn ich gelangweilt bin. Aber ich habe auf dem Jäger auch sehr viele Items, die muss ich alles umsortieren. Es geht noch nicht so schnell. Aber vor allem mache ich mit dem Jäger dann auch wieder eher fair, was ich mit dem Barbar nicht machen kann. Also müssen wir da eben umplanen. Ich werde den Schützen auch noch hochleveln. Es geht halt einige Zeit immer wieder und deshalb kommen einfach weniger Parts. Also vielleicht alle 2 oder 3 Tage nur ein Part. Wie also früher, vor ungefähr 10 Tagen. Aber es ist einfach so, es geht nicht so gut, wie ich das gerne hätte. Das Spiel will mich nicht aufnehmen lassen und so. Ich will ja auch nicht zeigen, wie ich da die ganze Zeit dann wieder überrascht werde von Leuten. Wegen Level Killen. Und das ist mir einfach ein bisschen zu langweilig. Ja, wir können ja jetzt ein bisschen rüberschauen. Ich kann ja sonst die Items auch hier zum Barbaren rüberbringen. Ich habe ja sowieso Loots, also Monster-Loot, für die Reichsquests überall in den Charakter, die kann ich eigentlich verkaufen, weil man kann niemals immer so viele haben zum Abgeben. Aber immer noch so ungefähr 100 oder so. Ja, der Jäger, der müsste eigentlich dann beim Vulkan wieder weiterleben, ja. Ist mir auch ein bisschen langweilig dort, weil es eine langweilige Gegend ist. Aber hier ist viel spannender, die Gegend. Naja, ihr seht es, also im Let's Play hat man halt immer wieder die Gefahr, dass man einfach immer wieder zu wenig Zeit hat, zu viele Spieler von den anderen Reichen im Land hat, nicht so viel Bock hat, wie andere, die mehr suchten, oder? Und einfach nicht so einen Drang haben zu suchten. Weil ich bin jetzt momentan tausendmal lieber Last Epoch und Skyrim-Fan als Regnum-Spielen. Und wenn es mir keinen Spaß macht, dann mache ich halt auch nicht so viel Parts, oder? Es muss mir ja Spaß machen und so momentan wie das ist, dass Syrten ungefähr 5-mal so viele Leute sind. Vor allem am Abend dann und so. Ja, es macht keinen Spaß. Es macht echt keinen Spaß. Und ich wurde ja in letzter Zeit recht gut besser. Aber ich habe immer noch keine Chance gegen Leveler-Killer. Die sind auch sehr gut equipped. Aber wie soll tun die noch Level killen? Wenn sie? Ja, sowieso die KRPs und Core Master Points mehr brauchen. Oder brauchen sie das unbedingt? Ich weiß es nicht. An einen Profi. Wenn ihr viele Warzone, also Dingpunkte, Warmaster-Punkte gesammelt habt, braucht ihr die noch? Ab wann braucht man denn keine mehr? Also wenn man so ungefähr 500.000 gesammelt hat, oder wie viel? Ich habe irgendwie nicht so Bock, die ganze Zeit immer so geizig nach Warmaster Points zu sammeln, zu gieren. Also ich weiß es nicht. Mit dem Jäger dann, ja. Aber ich nutze den Jäger nicht, um andere Leute nerven. Ich nutze sie, um euch Aufnahmen zu bieten, damit ich mich unsichtbar machen kann und so weiter. Aber das ist ja auch immer so ein Problem, dass man ja gar nicht so lange im Unsichtbar sein kann. Deshalb auch ein bisschen langweilige Szenen hat. Aber ja, ich brauche ja Equip und deshalb möchte ich eher mit dem Jäger das Equip sammeln als mit dem Barbaren. Der hat nämlich schon sehr gut Equip geholt, aber nicht für den Jäger. Jetzt habe ich so das Gefühl, ich tue mir noch unnötig jetzt irgendwie Probleme machen mit dem Jäger, dass er wieder so extrem schlecht ist. 178, oh Gott, oh Gott. 169, 209. Wow! Ich bin das gar nicht gewöhnt. Weiß noch, dass bei Diablo 2 manchmal tausende Pings und so waren, ja. Aber das war gar nicht so spielentscheidend. In Regnum ist es wie spielentscheidend, weil das Spiel einfach dann die ja, Gegner irgendwo falsch platziert, oder? Bei mir einfach sichtbar anders sind. An einem anderen Ort. Dann kann ich nicht mit dem Gegner kämpfen, weil ich ihn hier nicht habe. Ja. Gut, also. Ich hatte ja mit dem Jäger recht gute Chancen, schon ein paar Krips und Warmaster Coins dann später zu bekommen. Aber ja, da müssen wir noch viel leveln mit dem.
damit wir wirklich auch sehr gut Warmaster-Coins sammeln können. Genau. Und das, was im Angebot ist mit dem Account-Lager-Erweiterung, das ist eigentlich ja, für alle Charaktere zuständig, deshalb farme ich das mit dem Jäger eher. Also wir schauen jetzt dann gleich mal rüber. Wir sind jetzt bei wie viel Orks? 87, also es geht sowieso noch lange. Ja, wir gehen jetzt noch kurz, ich zeige noch den Strand, was ich da noch so ein bisschen gerne habe. Das sind einfach die Aquantis. Und die Schildkröten noch nicht, da muss ich noch ein oder zwei Level schaffen. Machen wir mal wieder weg, ich will nicht die blöden, schlechten Latenzwerte sehen. Ja. Also, ich sage mir mal positiv, dass es auch, denke ich mal, bald besser wird. Regnum einfach ein Balancing ein bisschen angepasst wird, weil die Syrten sollten irgendwelche Debuffs bekommen. Oder das Reich sollte mal anders werden. Weil ihr seht, das Syrtenreich ist einfach sehr bequem, weil es seitwärts ist. Das Alsius-Reich ist sehr lang und deshalb ist es am schlechtesten. Also, ist Ignis in der Mitte, ist klar, die haben auch zwar am zweitmeisten und die Alsen sind immer die schlechtesten, schon immer in Valhalla gewesen. Bei Ra weiß ich es nicht, aber wahrscheinlich auch immer schon wirklich die schlechtesten gewesen. Es ist einfach nicht balanciert. Die drei Reiche haben andere Bonis, also Syrten haben viel mehr Bonis, deshalb benutzen so viele Syrtis. Und vielleicht auch gute Kollegen und so. Die Alsen sind immer wieder verstritten. Ich habe jetzt erst kürzlich wieder einen Streit mitbekommen von ein paar Leuten, die nicht zufrieden waren mit dem mit dem Aggersborgfort. Und ja, die haben recht sich geneckt. Also sie haben die ganze Zeit dieses Emoticon gemacht. Wo ist es? Das da. Deuten. Und das ist ja auch nicht gerade so lustig, oder? Ist nun mal so. Bitte Leute, und ja, macht das nicht. Es ist wirklich. Ihr seid ein Team. Ganz alles ist ein Team. Hört auf immer wieder so, zum Beispiel wie ich angegriffen wurde, so unnötige Sachen machen, weil sie nicht alle so stark wie ich. Ich habe mich wehren können. Und die haben jetzt wirklich aufgehört mit dem. Aber, wie steht's bei euch? Könnt ihr euch wehren? Das ist eben die Frage. Lasst am besten einfach die Sachen, die euch so, ja, geht ihnen aus dem Weg. Weil ich kann nicht Leuten aus dem Weg gehen. Ich muss ja die Sachen aufnehmen. Und dann kann ich wieder weniger Aufnahmen machen und so weiter. Es sind halt immer viele neidisch. Es ist einfach so. Viele sagen zu mir, ich sei arrogant, dabei sind sie genauso arrogant und noch mehr. Also ich bin ja schon ein bisschen arrogant, weil ich gerne im Loot sehe. Ich bin einfach ein Mensch, der gerne den Loot, den er bekommt, auch ein bisschen beredet. Aber dann gleich angreifen. Nur weil ich mich freue, dass ich auch gegen den Schützen Level 60 gewonnen habe. Ja und? Für euch ist es vielleicht logisch oder sich, dass man mit einem Barbar Level 54 einen Level 60er Schützen erledigen kann, aber für mich nicht. Ich habe mich gefreut. Ja, wenn ihr euch nicht freuen wollt, dann solltet ihr es lieber auch nicht zu anderen irgendwie plagen. Und ich bin jetzt Level 55 und habe wahrscheinlich immer noch nicht so viele Chancen gegen den. Ich werde mich immer noch freuen, wenn ich jemanden erledigen kann. Und ja. Also, am besten ja. Am besten selber nicht so anfällig gegen Arroganz sein. Dann klappt's auch. So, wir gehen jetzt eben rüber zum Schützen. Aber ich möchte den positionieren. Ich möchte mit dem noch kurz craften. Und schauen wir mal Material. 121, 66, okay. Mäh. Oh, der Baum dort oben. Der fällt fast runter. Ja. So, da. Sollen wir den Loot auch gleich reintun? Ja. Zuerst mal hier alles machen.
Nicht so weit runter. Ah, dieser Meisterpfeil ist für 45. Der braucht der Schütze, der Jäger nicht. So. Er hört sich nur gut an, Meisterpfeil. So, Fenster geht auch auf. Und dann ist halt einfach alles am Lecken. Es geht immer so langsam. Alles. Ah ja, ich wollte nicht eisen. Hm. Wo ist dieser Langbogen? Der da? Ne, einer niedriger. Der da? Ja. Wir haben Save, also können wir gleich mal den noch machen. So. Und ja, jetzt haben wir beide Fenster. Gibt es eigentlich noch ein drittes? Glaub schon, oder? Dass man eine dritte Warteschlange, also eine zweite Warteschlange hat. Hm. So. Jetzt mal schauen. Diese drei Stäbe braucht der Beschwörer, aber den mache ich eigentlich so weiter. Den muss ich auch irgendwo ablegen können. Und hier habe ich irgendwas für einen Schützen. Für einen Jäger. Dieser Bogen. Ja, ja, und der Pfeil. Den tue ich auch schon drüber. Der braucht er nicht, glaube ich. Ja, ich habe echt wenig Sachen. So, da wir... Ah ja, genau, die Zombies geben auch noch Köpfe. Da habe ich jetzt die auch mal besiegen wollen, weil sie jetzt gelb wurden. Und, feindliche Essenz tue ich mal hier lassen, aber... sehen. Ja. Faule Knochen haben wir hier. Ja. Feindliche Knochen. Also. Das sind nur zwei, ja gut. Also, dann haben wir hier die zwei. Dann müssen wir das zur Kantlage machen. Und deshalb tun wir eigentlich die Goldtalle auch wieder raus hier. Brauchte hier jetzt momentan noch nicht. Für die zwei Sachen rein. Hallo. Irgendwie gehen die Fenster momentan nicht gut. Ich klicke hier drauf und schiebe ja auch. Aber ne, das Spiel will ich annehmen. So, wollen wir die Überraschungsbox nehmen? Momentan nicht. Ja. Und ich werde bald XP Booster kaufen für den Baba. Aber jetzt noch nicht. Also, wir müssen Sachen rausnehmen beim Jäger. Deshalb müssen wir jetzt gerade mal ein paar Sachen beim Hexenmeister, bei der Hexenmeisterin Kirasami rüber tun am besten. Eben den Schützen muss ich auf Level 10 machen. Und ja. Ich muss aber auch schauen, dass ich nicht zu lange Videos jetzt momentan mache. 18 Minuten. Ja, ist schon ein bisschen länger jetzt. Weil eben nicht so viel kommen, dass ich einfach mehr machen kann. So, du bist wie voll? Schon ziemlich voll. Ja, du musst unbedingt den Stab nehmen. So, die sind hier unten. Hast du irgendwas für den Schützen? Diese zum Beispiel, denke ich mal. Ne, der. Auch raus. Charakterlager. Ah ja, oh, ich habe noch etwas vergessen. Ich muss die Ringe rüberbringen. Okay, nein, zuerst laden wir den aus. Zuerst müssen wir den Jäger mal ein bisschen auslassen. Ausladen. Zum Beispiel Magneten jetzt auf die Hexenmeisterin tun. Ja. Es ist schwer, dieses verschiedene Mulen in diesem Spiel. Es ist besonders schwer. Und der hat immer noch die Weihnachtsflügel an, okay. Ja. Also, dann schauen wir mal den Jäger an und ich tue das dann einfach während dem Ding.
rüber. Also so Sachen wie diese Bogen und so können wir eigentlich verkaufen. Der zum Beispiel nicht, aber der können wir verkaufen. Genau, Magnetstücke. Also Magnetbahn und so weiter auch vielleicht. Da haben wir einen Riss. Ah, der habe ich ja getragen. Ich habe ja einen besseren, genau. Katana. Ich finde, die Ringe können auch langsam verkauft werden. Glaube ich auch nun nicht mehr. Also was hat der jetzt? 545 Magnetstücke. Der hat noch eine Weihnachtsbaum. Dieses Aasgeier-Juwel-Zeugs. Wow, der letzte Drache nun, wo ich dabei war. Oh Gott. Diese Ironie. Ich liebe sie. Ja, da hat es noch Weichholzblätter. Ja, das können wir eigentlich rüber tun. Also, was machen wir jetzt? Magnoniten rüber. Felsen rüber. Die Sachen hier hin. Nein. Was noch rüber? Feines Holz rüber. Was ist Weichholz? Jetzt ist es Kiefer. Level 22, Level 28. Das können wir verkaufen. Diamanten können wir verkaufen. Blutrünstiger Pfeil. Brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Da gibt es als Quest. Ja, das wäre alles. Dann, ja. Denke ich mal, ich mache die Folge jetzt weg. Also, fertig. Heute wieder ein bisschen Asthma, leider. Aber ja, gut. Wenn es mir besser geht, mache ich dann die nächste Aufnahme. Bis dann. Tschüss.